Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Pokémon Unboxing und zwar von der letzten Premium Collection. Und zwar haben wir das Gelocroc EX. Und das war mein Starter-Pokémon von Karmesin. Ne? Ja, doch, klar, ich habe Karmesin, ich hatte ja die Vergangenheitsform so gesehen und du hattest ja Purpur die Zukunft. Genau. Und dann starten wir jetzt auch mal rein mit den Gelocrocs. Sind tatsächlich Mehrzahl, kleine Karte, große Karte. Auch wieder Shiny, ich weiß nicht, Krokel ist halt schon sehr, sehr cool. Ich finde, der guckt so verpeilt. Also jetzt da geht's, aber der, im Game guckt er manchmal so verpeilt, das ist so putzig. Ja. Außerdem ist es ja ein Dino, beziehungsweise ist es ja eigentlich ein Krokodil. Ein Krokodil, Baby-Krokodil. Schnappi. Ja, genau. Schnieschner Schnappi, der kleine Krokodil, ja. Ach, was schon sagen. Ja, Ständer. Und natürlich erstmal wieder alles aufbauen. Jetzt hast du die große Promokarte. Ja, egal, dann nimm halt die große einmal mit. So sieht die nämlich aus. So, wo stellen wir die jetzt am besten hin? Keine Ahnung. Ja, ja, verzeih, so. Einfach da reinklemmen. Plastik, komm schon. Nimm mal diese schwierige Plastik. Dich müssen wir erst rausretten, bevor es hier irgendwelche Probleme gibt. Genau. Ich finde es so komisch, dass halt auf einmal da gegen die QR-Codes gegangen wird. Tja. Naja, du weißt ja nicht, was hinter den QR-Codes stecken kann alles. Ja, gut. So. Ja, hier haben wir den Krokel. Einmal shiny, schön rosa, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir Lucroco. Lucroco und Gelocroc. Genau, die EX-Karte. Sieht schon cool aus. Oh ja. Und natürlich wieder unsere altbekannten 8 Boosters. Ja. Schöne Menge Booster und hier dahinter ist dann noch der Aufsteller. Der soll natürlich auch raus. Zack. So. Falls ihr was im Mikrofon rascheln hören solltest, was ich eigentlich gut vielleicht beim Reden, da ist unsere Tüte. Für die ganze Plastik. So, einmal die ganzen, mal die drei Karten da schön rein und dann haben wir auch da, also die werden auf jeden Fall auch einen Platz finden, also die werden auch richtig aufgestellt in dem Aufsteller bleiben dann. Das sieht schon cool aus. Das Gelocroc ist voll. Genau. Jetzt. Sehr schön. Genau. Na, mal gucken, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen. Na, vielleicht findet man irgendeinen Holzaufsteller oder so. Ja, mein Bruder ist ja gelernter Tischler, alles drum und dran, aber der schon alles gemacht hat. Und der könnte uns halt so ein kleines Treppchen bauen, wo die hintereinander wo so die schön hintereinander dann draufstehen cool. können. Ja. Gleich, sehr schön. Gleich mal hier sagen, pass auf, mach mal. Vielleicht hat er heute ja sogar die Zeit dazu. Na, wer weiß. So, aber wie wir sehen, wir haben hier viermal Pikachu. Mal gucken, was da so auf uns wartet. Aber nicht lange schnacken, ich will gleich reingucken. Genau. Und natürlich auch die TikTok-Community ist wieder mit dabei. Heute geht es darum, und zwar um die Premium-Collection von Gelocroc EX. Hier haben wir die Promokarten und da jetzt auch die zugehörigen Karten. Beziehungsweise ich finde die Aufsteller richtig cool. Ja. Das wäre cool, wenn du die auch noch in Psycho und wie sie da nicht alle sind. Ja, das wäre cool, ja. Wenn man die halt noch mehr bekommen würde. Aber gut, da haben wir sogar unsere Psycho-Energiekarte erstmal. Ferkuli. Altbekannt, darf nicht verlieren. Gierspenst, Mobdiff, Pantimimi, Kilia, immer noch kein Gardevoir, Irokex, Elfan, ein Holoverse Flatutut, Holoreverse Mingi und Paldeas Zulord X. Haben wir, glaube ich, schon, aber nehmen wir trotzdem mit. Das ist halt so der erste Hit aus der ersten Booster-Packung. Ja. 7 weitere warten hier noch auf. Genau. Na, die Karten wollen sich noch nicht ganz so. So. Ist aber schon ein Berg schon wieder. So. Und tatsächlich finde ich immer noch die neuen Karten mit dem silbernen Rand immer noch schöner als damals die gelben. Das stimmt. Es hat was Edles. Genau. So. Basisenergie, Elektro, Hebel, Magma, Trasler. Mobdiff, Kilia und diesmal haben wir sogar die Entwicklung mit dabei. Voltrian, Enigmara, Holoreverse Kloptopus, Holoreverse Zurokex und dann haben wir ein Holo Cremanto. Ja, mal gucken. Aber wir können halt immer noch auf 6 kommen.
Ja, mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. 8 von 8 auf jeden Fall nicht. Oder ein Doppelhit. Oder Doppelhit. Ja, das hab ich, haben wir schon mal einen Doppelhit jetzt in den Packs gehabt? Ich glaube nicht. Nee. Nicht ein glänzendes Schicksal. Palea-Schicksal. Entschuldigung. Glänzendes Schicksal hatten wir einmal gehabt und das war ja, oh Mann, war der Schmutz. Da hat man ja überhaupt nichts gezogen. Auch wenn da eine geile Karte drin sein soll, die übel teuer sein soll, aber ja. Na gut. So, Basisenergie Unlicht. War das nicht das Shiny Glurak oder so? Nee, das war irgendwas anderes, glaube ich. Hm. So, Swips. Oder Shiny Glurak, kann sein. Ich weiß nicht. So, Sonderbonbon, Glumanda. Nimila. Kaoktor. Nimilas Rucksack. Donphan. Hodorös Verkuli. Jawohl. Cravaloro als EX Shiny. Sehr schön. Und Doppelhit? Nee, schade. Kokobai Holo. Aber ein schönes Full Art. Ja, EX. Shiny. Sehr schön. Also, da stapeln sich jetzt so langsam die Hits. Beziehungsweise Shinies, muss man dazu sagen. Ja. Aber ich finde das cool. Ich finde das cool, dass sie auch aus den Shinies eine Collection gemacht haben. Ja. Aber sind halt nicht mehr so viel wert, ne? Da, wenn man damals mal so denkt, wie viel Shinies wert waren. So Simsala oder sowas. Tja. Oder ganz damals halt. Aber gut. Trotzdem halt cool, ist halt mal eine Abwechslung, weil die Shinies sind ja auch in der Raid, auch in den Games bedeutend höher geworden. Ja, das stimmt. Dementsprechend ist es schon, ne? Gehört mit dazu. Gehört mit dazu. So, Elektro, Magma. Minky. Knatox. Kloptopus. Aber die beiden kommen wirklich, die beiden Doppelcars, ne? Mhm. Immer. Shugi, Kamerook, Mondscheinhügel, darf natürlich auch nicht fehlen. Holoreverse Pantimimi, Holoreverse Mobdiff und Hitzerotom, das ist jetzt schon das vierte, ne, das fünfte, glaube ich. Ne? Ich sehe nicht mehr. Aber wenn das nicht ist, er hätte auch was anderes sein können. So teure Sachen, so wie das Pikachu da. Ja, das 8 Stück davon. Ja, 7 oder 8 Stück hatten wir davon, ja. Aber das war Glück. Das war aber auch hier, Zenith der Könige. Zenith der Könige, genau. Was ja so insane war. Aber gut. Also bei Palea Schicksal kann man, können wir zumindest uns auch nicht beklagen. Nee, überhaupt nicht. Also es ist eine angenehme Pull-Rate. Du hast nicht das Gefühl, dass du leer ausgehst. Ja. So, Basisenergie haben wir in Stahl. Dann Nimila, Magma. Gierspinst, Syrokex, Kamerup, Enigmara, Famips, Holoreverse Alpollo, Holoreverse Enigmara und dann haben wir ein Holopo, ne, Forschung des Professors. Sagten sie und zogen nichts mehr. Ja. Das wäre ja so Standard, ne? Ja. So, 3 Packs haben wir noch hiervon und dann haben wir noch ein bisschen was. Freude vor. Also ein paar Chancen haben wir tatsächlich noch. Ja. So. So, da haben wir Feuerenergie. Kloptopus, Tentagra, Trasla, Knaborn, Voltrian, Enigmara, Kaokto, Holoreverse Nebulak. Holoreverse Glumanda und da sieht doch schon eine EX-Karte. Forstelka EX. Terra-Kristallisierung. Terra-Kristallisierung. Ist cool. Sehr schick. Denn wir hatten ja Forstelka EX als Shiny. Genau. Also von daher. Passt das zusammen. Passt es sehr, sehr gut. Dass man da wirklich ein paar. Genauso wie Eisenzahn, wie Eisenrad. Mhm. Hatten wir auch 2 verschiedene Versionen jetzt. Ja, das stimmt. So, 2 weitere Booster bleiben. Also bisher haben wir deine angekündigten 3 Hits, ne? Ja. Oder, ja, kann halt nicht mehr wirklich besser werden. Also wir können halt noch 4 kriegen oder 5, wenn überhaupt. Also nicht noch so 6, 7, 10, 20. Obwohl, wenn man einen Doppelhit kriegt, dann wäre noch möglich. So, Pflanze. Oder dein gutes altes Gottpack. Ja, das wäre geil, aber glaube ich, ist hier nicht so. So, FN. Pantimimi. Godpack soll wohl eher in 151 Collection sein. Ja, das stimmt. Alpollo, Hefel, Lanturn, Boladin, Kragrunz, Palea Schüler, Holoverse. Jawoll! Goldkarte, Miraidon X,
geil, das sieht. Ja gut, und vorhin schon von der Goldkarte geredet, ne? Ja. Wie schwer das eigentlich ist. Boah, die sieht krass aus. Ja, die sah halt mega aus. Das ist voll heftig, dieser Kontrast mit diesem Grün. Voll cool. Versteckt sich dahinter noch was? Ja, dann sag ich, hast du deinen Doppelhit. Na, sauber. Cool, da hast du jetzt noch... Ja, gut. Egal, die Goldkarte ist es. Oh, die ist cool. Die Goldkarte, cool. Aber trotzdem, wir haben Doppelhit. Dementsprechend ist mein Skelocrock doch gar nicht mal so schlecht. Es ist halt... Es ist die Goldkarte. Eine Goldkarte, ne? Und dann noch Miraidon, ne? Ja. Ich hätte lieber Koraidon gehabt, hätte halt... Nee, ich finde Miraidon super. Ja. Normalerweise hätte bei dir Koraidon, Miraidon sein müssen. Und bei dir Koraidon. Koraidon sein müssen. Ja, aber stimmt. Wir haben noch ein Pick. Oh, die sieht cool aus. Ja. Voll cool. Geil. Sehr schön. Freude herrscht. Oh ja. So, zack. Die kommen einmal weg. Immer beiseite. Wegkommen sie natürlich nicht. Schmeiß sie weg. Nee. So, auch noch das letzte Pack. Mal gucken. Hier, guck, die liegt hier so schön. Und da ist jetzt Goldkarte Koraidon drin. Alter. Es ist unwahrscheinlich, mega unwahrscheinlich, aber es wäre halt krass. Dann müsste dein Bruder hier uns noch so einen Aussteller für die zwei irgendwie basteln. Aber das wäre halt wirklich krass, wenn da jetzt so ein Goldkarte Koraidon drin wäre. Aber gut. Träumen darf man ja. Ja, genau. Schmerbe, Paldea Schüler, Nebulak, Palimpalim, Shogi, Donphan, Mondscheinhügel, Schmerbe als Holoreverse, Holoreverse Wurmball und ein Holo Magbrand. Ja gut, aber trotzdem, die Goldkarte hat halt komplett alles rausgerissen. Ja, sie ist wirklich richtig cool und stark. Habe ich mich jetzt schon wieder verklickt gehabt? Nee. Weil das steht vor einer Sekunde. Nee. Nee. Das verwirrt mich nur. Genau. So, ja gut. Wenn die Verwirrung groß ist. Ja, die ist sowieso immer groß. Gut, also krasse Hits, Goldkarte, also eigentlich alle Karten. Gut, der Zurlord hat jetzt ruhig eine andere EX-Karte. Vor allem haben wir das, glaube ich, schon zweimal. Ja, darum, also die... Aber die Goldkarte, mein Gott. Und das sieht so fancy aus. Ja, also Palea Zurlord EX hätten ruhig zwei andere EX-Karten sein können oder was auch immer für andere Egal. Karten. Egal, wir nehmen was verkriegen. Ja, aber die Goldkarte reißt halt alles raus. Genauso wie halt das Cavaloro und auch das Frostelka. Auch mega geile Karten. Ja, absolut. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüssi.